Einen wunderschönen guten Abend, meine Leute. Ja, heute ist es eine richtig schönes, laue Nacht. Es ist ja schon ziemlich dunkel, obwohl es erstmal so 18 Uhr ist. So dunkel ist es jetzt hier. Und da haben wir gedacht, machen wir meine Totenköpfchen. So mit einer LED-Kerze. Hier, diese Köpfchen waren einmal vollgefüllt mit Süßigkeiten. Dann natürlich darf etwas Glühwein nicht fehlen. Es ist natürlich jetzt noch nicht so kalt. Wir haben jetzt ungefähr so 12 Grad oder so. Ist eigentlich recht angenehm. Ja, und Einhorn-Tag soll heute sein. Ja, was hast du denn da mitgebracht fürs Einhorn-Tag? Einhornhoden. Ey, er hat Einhornhoden mitgebracht. Naja, okay, er steht da nicht so drauf. Du magst doch Einhornhoden, ne? Luna mag natürlich auch keine Einhornhoden. Aber wie siehst du bei dir? Einhornhoden? Oh. Das hat natürlich jetzt nicht so gut geklappt. Aber wollen wir die Einhornhoden mal probieren? Echte frische Einhornhoden vom Einhorn. Mr. Bohnen. Du siehst halt wieder ein bisschen frischer aus. Hat die Diät jetzt abgebrochen. Kaugummi-Diät, ne? Jetzt hat er ein bisschen was gegessen. Und hat er auch schon ein bisschen wieder Haut bekommen. Ne? Er isst auch jetzt auch wieder Einhornhoden. Das ist gut für die Haut. Ne? Habt ihr jetzt gedacht, ne? Ist für die Haut. Für die Haut. Warum sind die Einhornhoden eigentlich braun? Dass von Einhörnern, die so viel gemacht haben, dass sie nicht mehr weiß sind. Auch gut, ja. Ja. Die Einhornhüden. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Nacht und eine schöne Sommersonnenwende. Sommersonnenwende. Aber Wende.